So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Kolosseum. Oh yeah, im letzten Part haben wir unseren alten Boss wieder getroffen. Wir wollen mal schauen, was er jetzt zu sagen hat. Es gefällt mir jedenfalls nicht, wenn er mir in die Seele schaut. Beziehungsweise sieht so aus, würde er mich durchbohren mit seinem Blick und... Ja, es ist schon eine Weile her, was, Chris? Du wirst doch nicht sagen, dass du dich nicht einmal mehr an mein Gesicht erinnern kannst, oder? Ach, so ein Face vergessen, so ein Bart vor allem. Diese Visage, der ist doch von Team Krall. Aber was macht dieser Verbrecher ausgerechnet hier? Was denn ausgerechnet hier? Was denn ausgerechnet? Du traust deinem Augen nicht, stimmt's, meine Kleine? Aber stimmt, ich bin Drakrall, der Kopf des Team Krall. Merkt ihr meinen Namen? Der klingt total bescheuert. Wie fast alle Namen in diesem Spiel. Und du willst wohl wissen, warum ich hier bin? Das willst du doch, siehst du, oder etwa nicht? Mir war es ja unwohl, die ganze Zeit so genannt zu werden, aber diese Diskussion hatten wir ja schon mal. Genau, hier ist das Hauptquartier von Team Krypto. Da gibt es doch gar keine Verbindung zu Team Krall, oder? Jetzt kommt der große Knall. Haha, Überraschung. Da gibt's sogar eine ziemlich fette Verbindung. Die Krallmaschine haben wir rechtschaffenden Räuber nämlich der Großzügigkeit von Team Krypto zu verdanken. Und mit der Krallmaschine sollten wir uns die besten Pokémon unter den Nagel reißen, die wir finden konnten. Was? Aber das bedeutet ja, dass alles ein Plan von Team Krypto war. Genau, du hast es erfasst, Kleine. Oben wartet Jakira schon auf euch mit Hüftschwung, aber ganz so einfach mache ich es euch natürlich nicht. Vorher bezahlst du dafür, dass du unsere Unterschlupf zerstört und Team Krall vernichtet hast. Aber denk nur nicht, du könntest mich so einfach besiegen. Na tolle Wurst, natürlich will der nochmal kämpfen. Die kriegt sogar die ganz normale Kampfmusik, er hat Namen auf der Brust. Und macht eine komische Anfangspose. Was ist mit dem Typen los? Level 52, what the hell? Oh Mann, mein Training war schon wieder vollkommen umsonst, scheint mir. Die sind doch hier viel zu heftig. Okay, alles klar. Versuchen wir ihn möglichst schnell an die Wand zu klatschen. Oh Gott, wenn der schon auf der Stufe ist. Will ich gar nicht erst wissen, wie das noch wird. Okay, Makago... Wie viel Pokémon hat der? 5. Da ist ein Krebutak. Das ist natürlich schlecht für Makago. Das ist sehr schlecht. Oh yeah. Capoeira. Der hat so eine schöne Unlichtschwäche da gerade. Und du benutzt einfach mal den Blitzhard. Genauso spricht man das aus. Blitzhard. Los, Capoeira. Dance ein bisschen auf deiner Birne hin und her. Zwirbel, zwirbel, zwirbel. Schere macht senkt natürlich der... verhindert natürlich die Senkung. Aber die Gigasauger, tja, da guckst du dumm. Was? No, da guck ich eher dumm. So, hoffen wir mal, dass Krebutak jetzt Capoeira angreift. Oh Gott, der zieht viel zu viel ab. Der regeneriert sich viel zu viel damit, meine ich. Deswegen muss der Blizzard jetzt leider einen Volltreffer machen auf Tengulist. Achtung, er trifft nur Krebutak. Moment. Oh wow, er hat mal beide getroffen. Das ist ja ein seltenes Ereignis hier, muss man schon sagen. Krapper mal auf Capoeira, nicht wahr? Ein schlechter Start, sehr schlechter Start schon mal für uns. Sehr, sehr, sehr schlechter Start hier. Jo, Keifel, dann zieh dich mal zurück. Aber auf was? Auf was denn bloß? Noch Tara hält hier mehr aus. Keifel, los, zurück! Und je mehr Beleber ich sparen kann, desto besser. Dreifach Kick. Dann hoffen wir mal, dass nur die erste Welle an Pokémon etwas problematisch ist. Ich hasse den Dreifachkick. Diese Attacke ist so doof, so doof, so doof, so doof, so doof, so doof. Gigasauger. Wir müssen dieses Tengulis aus dem Weg räumen. Das nervt, weil es sich heilt. Und neben Nachtara kann nicht viel Schaden machen. Aber Nachtara soll gerade auch eigentlich eher nur ein bisschen den Damage tanken. Matschbombe. Okay, interessante Attackenwahl. Und vergiftet. Wartet. Moment, Achtung, gleich kommt's. Nee, oh. Ich bin total beeindruckt. Wollen wir mal dafür sorgen... dass Krebutak nicht mehr zu irgendwelchen komischen Sachen kommt. Denn Tengulus wird jetzt besiegt, habe ich gehört. Und nochmal. Yeah, schön. So, wäre mir ganz lieb, wenn er weiter Unlicht-Pokémon benutzen würde, weil Capoeira da so eine wunderbar schöne Wahl ist. Hariyama, das ist kein Unlicht-Pokémon, aber da habe ich auch die passende Antwort drauf. Und sie heißt Psyana. Ich werde nicht auf Psyana wechseln. Da muss ich zur Not vielleicht nach Tara opfern. Das tut mir furchtbar leid, aber... wie klein Krebutak eigentlich ist, ne? Immer wieder überraschend. Und natürlich hast du sowas wie Aeroas. Oh, man! Dieser Start, Leute. Dieser Start ist unglaublich schlecht. Er hat ziemlich fette Attacken, also das Krebutak da. Er kann nur garantiert noch eine Unlicht-Attacke. Ich traue mich nicht, Psyana einzusetzen. Ich traue mich nicht, aber ich habe keine Wahl. Krebutak ist schon wieder so ein Hard-Counter gegen mein Team irgendwie, sehe ich gerade. Trifft fast alles sehr effektiv, was ich habe. Los, Psyana. Dann kümmern wir uns erstmal um das Hariyama.
Und du machst Konfusstrahl auf das Ariama. Das kann garantiert Knirscher. Boom. Dass es nicht reicht, war leider abzusehen. Es ist Obsidian, aber Ariama hält verdammt viel aus. Was nicht unbedingt an seinen fetten Verteidigungswerten liegt, sondern an seinen mächtigen KP-Wert. Ne? So, am besten verletze ich jetzt beide einmal selber, damit ich hier in aller Seelenruhe draufknüppeln kann. Nice. Ja, Krebutak kriegt natürlich sehr viel Schaden dadurch, weil es so einen hohen Angriffswert hat. Jetzt kommt der Abschlag, pass auf, oder irgendwas sowas. Wobei der Abschlag hier natürlich noch nicht so mächtig ist wie zur späteren Generation. Und das war wunderbar, es hat sich wirklich selbst verletzt. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Was mache ich denn jetzt? Irgendwas, was Krebutak besiegen kann. Leider habe ich da nichts, was es sehr effektiv trifft. Ja, wir versuchen es einfach so mal. Ariama ist schon mal weg, also Ariama wird keinen Schaden mehr anrichten. Ariama außer Gefecht gesetzt! Das heißt, der Bar hat aber immer noch drei Pokémon, Krebutak mitgerechnet. Also jetzt noch zwei in Reserve, beziehungsweise jetzt nur noch eins in Reserve und das ist ein Pinsir. Oh Mann, das ist auch noch nicht gerade ungefährlich, vor allem mit den beiden Pokémon, die ich hier vorne habe. Aber Gott sei Dank kann Pinsir ja primär Kampfattacken. Und hier in der dritten Generation sowieso nochmal. Oh, paralysiert und verwirrt. Oder auch nicht. Okay. Wäre zu schön gewesen, wenn es jetzt einfach mal... Alter Vater. Ja, das tut weh. Ja, das kann jetzt natürlich nicht mehr vergiften. Weil es schon paralysiert ist. Was mache ich jetzt? Am liebsten, am besten, ich hau wirklich einfach nochmal richtig dick auf Pinsir. Krebutak ist ich verwirre es wieder am besten. Also ich werde da schneller sein. Pinsir wird auch viel Schaden kriegen. Bam, über die Hälfte locker. Ah, okay, locker. Es war über die Hälfte, aber... Oh, verwirrt nochmal. Schön! Bam, oh, komm, das Glück ist uns hold in diesem Kampf. Das kann man ja nicht anders sagen. So, hätten wir das auch. Ich muss euch noch irgendjemand ein Erdbeben beibringen. Keifel wird sich anbieten, aber es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn jemand anders noch eine starke Attacke in unserer Gruppe hätte. Schön. Gut, den Kampf sollten wir eigentlich relativ safe in der Tasche haben. Weil er da jetzt uns nichts mehr entgegenzusetzen hat. Außer das letzte Pokémon ist irgendwas richtig Übles. Vielleicht sogar noch ein Krypto-Pokémon, das kann ja sein. Man kann nie wissen, Leute. Es wäre jetzt nicht so verwunderlich. Und der Mund von Pinsir. Ohne Witz... Stellt euch mal Pinsir vor, wie es in echt aussehen würde. Ah, oh, 47, okay. Krypto confirmed. Hallo, du kleines Panzer-Aeron. Ein Krypto-Pokémon. No, wie kann das passieren? Bam. Und da wurde es ein Critical Hit. Und das Krebutak fällt zu Boden. Mensch, wir haben ja ganz schön viel Stress gemacht hier, der Gute. 47 für Psyana. Oh, wie schön. Oh mein Gott. I'm so happy. Tatsächlich Psychokinese. Und nur 10 AP. Aber ich habe AP Plus. Naja, gut, dann... Tschüss, Psystrahl. Oh yeah. Psyana wurde gerade noch tödlicher. Aber wir treffen noch ein Pokémon später im Verlauf des Spiels, wo mir das überhaupt nichts bringt. Und vor dem habe ich schon einen Höllenrespekt. Unten ist zum Glück direkt eine Heilmaschine. Vielleicht paralysieren wir es wieder mit Geheimpower. Das wäre ganz schön. Ansonsten habe ich auch noch mal Cargo. Kryptoschlag. Gut gemacht, Psyana. Wirklich gut gemacht, dass du hier ihm so viel entgegengesetzt hast. Psyana, down. Mal Cargo. Dann bitte einmal den Gähner aktivieren. Und wieder schön einzuschläfern. Falls es jetzt nicht paralysiert wird, das kann ja sein. Okay, alles klar. So viel dazu. Jetzt kann ich aber... jetzt habe ich kein Pokémon mehr draußen, um es wirklich zu schwächen. Ne? Vielleicht reicht der so einfach ein Ball. Kann man ja nicht genau wissen. Erneut mal wieder. So, und hier greifen wir zum Bissangriff. Ist auch nicht sehr effektiv, aber macht immer ein bisschen mehr Schaden, weil speziell. Los, Panzer-Aeron. Möchtest du dich diesen warmen, kuscheligen, gemütlichen, schönen Ball bleiben? Nee, offensichtlich hast du da mal so gar keinen Bock drauf. Ja, weißt du was? Kann ich nachvollziehen. Ich würde da auch nicht drin gerne. Gar nicht gerne drin hausen. So. Stahlflügel.
Beam. Das war gar nicht mal so wenig dafür, dass du ein Panzeron bist, was jetzt nicht unbedingt für seine fette Offensivpower bekannt ist. Ne, also jedenfalls nicht so, wie man es standardmäßig spielt. Und jetzt, wo ich wieder die alte Grafik hier sehe, ich vermisse diese auf dem Boden stehende Grafik von Panzeron. Und ich finde es weird, wenn es in der Luft fliegt. Das ist genauso komisch wie bei Tropius. Aber gut, ist irgendwie verständlich, weil Flugkämpfe und so weiter, ne? Aus der sechsten Generation. Ach Mann, ich muss es weiter schwächen, sonst wird das nichts. Aber womit denn bitte? Und ich habe nur meinen Bissangriff. Mit viel Biss. Stahlflügel. Bam! Not bad, not bad. Gut, dann werfen wir mal einen Hyperball. Ich möchte jetzt auch nicht so viele Bälle verschwenden. Denn es ist ein teurer Spaß hier in dem Spiel. Definitiv ein teurer Spaß. Plonk, und du bist dran! Yeah! Ding, 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 ding. Yeah! Panzeron wurde gefangen! Wie cool! Schön, Spieler besiegt den Boss hier. Du bist ganz schön krass geworden, Chris. Ja, danke dir. Deine Augenbrauen sanken ab. Brr. Wie wär's, Chris? Wollen wir nicht wieder gemeinsame Sache machen und ganz von vorne anfangen? Wieso ist das eigentlich, das ist so eine typische Boss-Sache? Das ist ihr könnt irgendwelche Filme nehmen, Comics, Videospiele. Man hat jemanden gerade voll verprügelt und dann, wollen wir nicht gemeinsame Sache machen? Du bist ja viel besser als ich, aber du könntest dich mir trotzdem unterordnen. Ich kann diese Frage nicht leiden. Du und ich, wir beide und die Krallmaschine. Nichts in der Welt würde es aufhalten. Nichts in der Welt? Was sagst du dazu? Ich sag dazu, Lecco mio, Junge. War immer noch klar, dass du das sagen würdest. Na gut, ist schon in Ordnung. Für dich gibt es sowieso keinen Ausweg mehr. Los, Mann, erwartet dich schon. Pff, Pfeife. Sonne, Pfeife. Wo war denn die Heimmaschine jetzt eigentlich? War die hier? In diesem Raum. Ja, da war sie, genau. Wollte ich gerade sagen. Irgendwo war die doch. Das war richtig nett. Schön. Deine Pokémon sind wieder frisch und topfit und alles ist im Lot. So, Psyana hier hin. Kalfel hat gerade leider nicht so glänzen können, was aber primär daran liegt, dass es einfach... naja, die falschen Pokémon waren vorne. Krebotak und Tengul ist direkt... Ah, nicht gut, nicht gut. So, der Typ ist auf einmal verschwunden. Dann wollen wir doch mal schauen, was da oben so abgeht. Und, oh Gott, Leute... Wir steuern geradewegs auf einen Kampf zu, den ich verabscheut habe damals. Und ich glaube, ähnliches. Ich habe vergessen, die TMs zu benutzen. Nein! Aber es geht direkt los, natürlich. Oh Gott. Schiatta, das ist nicht gut. Yay, mach ihn fertig. Mach ihn kalt und so. Hallihallo, Leute. Du bist spät dran, Chris. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht, Drakal hätte dich erledigt. Wie auch immer, du bist Team Krypto eine Entschädigung schuldig. Das siehst du doch hoffentlich ein, oder? Du wirst in diesem Kolosseum kämpfen, um die Schäden wieder gut zu machen, die du angerichtet hast. Ich erwarte von dir einen Kampf, der unser Publikum begeistert. Ga! Ah! 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 Okay, dann mach das mal. Wir müssen scheinbar immer noch gegen andere Schergen erstmal antreten. Vor so einem Publikum wird man richtig nervös, oder? Da darf man nichts verkehrt machen. Ich werde ganz einfach gewinnen, in Ordnung. Du wirst also ganz einfach gewinnen. Herausforderung von Bodybuilder Ramba. Ramba. Ramba Zamba war dein Name. Porygon 2 und Miltank werden von Bodybuilder Ramba in den Kampf geschickt. Okay. Then, let's do this. Los, Keifel und Makargo. Ich bin nicht aufs Level gespannt. Krypto-Pokémon hier? Oh, das wird nochmal spannend. Oh, da ist ein Krypto-Pokémon. 45, ja. Ist in Ordnung. Ist okay. Ist definitiv okay. Wir kümmern uns erst darum, dass die anderen Pokémon aus dem Weg geräumt werden. Auch wenn das ein Miltank ist. Und ihr wisst, Miltank ist nicht zu schätzen. Man kennt es von einer gewissen Arena-Leiterin. Das will ich nur mal gesagt haben. Eisstrahl. Also gut, wäre nur neutral effektiv, aber trotzdem. Muss ich nicht unbedingt abkriegen. Porygon 2, du darfst leider erstmal besiegt werden. Hält natürlich viel aus. Aber das hindert uns nicht daran, ihn anzugreifen. Nur Miltank lassen wir erstmal in Ruhe. Sollte ich da ruhig mal ein bisschen boosten. Wobei Walzer danach, muss nicht unbedingt sein.
Aber zur Not schläfern wir es einfach ein. So, Porygon 2. Deine Defensive wird durchbrochen. Nach und nach. Ja, der Eisstrahl trifft er leider. Aber ich denke, es wird nicht so mega viel Schaden machen. Oh, mehr als ich dachte. Mehr als ich dachte, du Fiesling. Wie kannst du es denn wagen, sowas auf mich abzufeuern? Los, der Flammenwurf, der die Flammen wirft. Porygon 2 wurde besiegt. Bom, kaputt gegangen. Einfach so in sich zusammengefallen. Sengo wird von Bodybuilder Ramba in den Kampf geschickt. Sengo. Dann würde ich behaupten, einfach nochmal das ganze Gedöns. Balzer. Da ist er. Oh, das wird wehtun. Also jetzt noch nicht, aber gleich wird es wehtun. Wir sollten schleunigst den Gainer benutzen. Eisenschweif. Gott sei Dank ging das daneben. Das heißt, ein Angriff von mir kommt doch durch. Sengo, frisst das, Mann! Das ist gut. Der Schaufler wird Sengo auf jeden Fall erledigen. Dann können wir uns jetzt erstmal voll auf das Miltank konzentrieren. Der Angriff geht sowieso daneben. Das ist schön. Das könnte wehtun, aber zum Glück hält es das aus, weil Makago ist standhaft und bleibt standhaft. Was eine Schaufler-Attacke. Sengo wurde geschlagen. Nein, nimm mich. So müde. Miltank wird schläfrig gemacht. Das müssen wir so natürlich irgendwie geschwächt kriegen. Was nicht so leicht werden dürfte, da es zwei Boost-Initus hat. Ich kann gerade leider die spezielle Verteilung nicht einschätzen. Ich denke mal, das sollte es eigentlich relativ locker überstehen. Tja, Pech, dass du gleich einschläfst, nicht wahr? War das hier in der dritten Generation eigentlich auch schon so mit... Wenn man Einigler macht, wird Walzer in der nächsten Runde stärker. Das würde mich doch mal interessieren. Flammenwurf! Ja, locker. Okay. Da musste ich mir keine Sorgen machen. Gut, dass es jetzt schläft. Nicht brennt. Dann hauen wir voll drauf, würde ich sagen. Blizzard ist zwar etwas stärker, allerdings. Der spezielle an. Dafür müsste der Angriff erstmal treffen. Das wollte ich gerade sagen. Gut, dann benutzen wir nochmal den Blizzard. Und fangen, denke ich, trotzdem schon mal an mit Bällen. Es war noch sehr viel KP, aber... Man weiß ja nie. Wir hatten bisher häufig Glück, was die Fänge anging. Also häufig. In letzter Zeit hatten wir häufiger Glück. Am Anfang des Robert jetzt nicht so wirklich. Und da sah es gerade wieder so aus, als wäre das Miltank das Gesicht der Bodybuilderin. Toll, Miltank wurde gefangen. Schön. Das freut mich umso mehr. Oh yeah. Was? So war das aber nicht abgesprochen. Nicht? Wie denn dann? Tja, eiskalt platt gemacht. Who's next? Wieder so ein Typ mit Megakoteletten. Okay, jetzt bin ich an der Reihe. Aber ich würde sagen, den kümmern wir als erstes in den nächsten Part. Wir haben jetzt eh noch eine Minute, da können wir den Kampf sowieso nicht mehr beenden. Aber um den kümmern wir uns in aller Seelenruhe beim nächsten Part von Pokémon Colosseum. Ciao, Leute.